Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian werden zu einem Lokal am Wiener Gürtel gerufen. Dort hat sich ein Einbruch ereignet. Bitte, was ist passiert? Ja. Okay. Und Sie haben irgendwas wegen einem Auto gesagt, oder? Ja, ich habe ein Kennzeichen durchgegeben. Ja. Das ist jetzt gerade passiert? Es dürfte die letzten zwei Stunden passiert okay. sein. Okay. Also es wurde abgeschlossen, so ist die Tür offen gewesen und natürlich angelehnt. Ja. Ja, Fingerabdrücke würde ich wahrscheinlich hier wieder nicht finden. Ja. Und ja. Fehlt irgendwas, haben Sie schon? Okay, gar nichts. Also gibt es da noch eine Tür, die ist auch aufgebrochen? Also Sie sind jetzt gerade gekommen und haben das bemerkt? Nein, mein Kollege ist gekommen. Ja. Und habe mich gefragt, ob das normal ist, das offen ist. Okay. Und die Tür war ja halt auch offen, die sind mal auch verschlossen. Ja, okay. Gut. Also das heißt, die waren da drinnen? Ja, da haben sie nichts gefunden. Ja, und auch keine Spiritosen oder so, nein, dass die weggekommen sind? Gar nichts. Also wir dürften ihn im Flagranti erwischt haben. Ja. Und der Kollege hat eine Täterbeschreibung noch. Vielleicht, weil der ist reinkommen, nachdem schon alle einbrochen waren. Ja. Und hat gefragt, was mein Kollege hier macht. Ja. Und ob er einen Ausweis hat und so. Und war ganz verwundert. Die Mitarbeiter vermuten, dass es sich bei der Ausweiskontrolle um ein Ablenkungsmanöver des vermeintlichen Einbrechers gehandelt haben könnte. Die Tat war bereits der insgesamt siebte Einbruch in dem Lokal. Der Zeuge hat mir erzählt, er war der Erste, der das Geschäft aufsperren wollte. Und wie er angekommen ist, ist die Tür angelehnt gewesen und offensichtlich aufgebrochen. Und er hat im Geschäft nachgeschaut und hat sich eigentlich gar nicht auskennt, was da jetzt eigentlich los ist. Und wollte gerade den Chef anrufen. Auf einmal ist ein Mann hinter ihm reinkommen und hat ihm gefragt, was er da macht. Und er wollte einen Ausweis von dem Kellner sehen. Also das ist sehr eigenartig. Ne? Und jetzt hat er angenommen, jetzt im Nachhinein gesehen, dass der vielleicht etwas damit zu tun hat. Allerdings ist das jetzt auch schon eine Dreiviertelstunde her. Wer hat zuerst seinen Chef angerufen, weil er nicht gewusst hat, gehört der dazu oder ist das schon was, was er weiß? Und bis der dann gekommen ist, der hat jetzt dann die Polizei erst angerufen. Es war nur die Tür offen und dunkel, keiner war drin. Also mit was für einem Gefühl geht man rein? Naja, so wie immer, man denkt, vielleicht versteckt sich wer. Ja, dafür gibt es dann. Ich bin mit dem Besenstiel quasi immer umgegangen. Ne? Wirklich? Haben Sie gehabt? Also, was haben wir so? Ah, wieder Goldschläger. Wer weiß. Vor zwei Monaten haben sie einbrochen. Das war ungefähr ein Schaden von, ich glaube, 5.000 oder so. Ja. Was wird da gestohlen? Oder ist es Bargeld? Vandalismus? Bargeld, Safes. Die haben die Safes rausgerissen, mitgenommen. Ja. Es ist jetzt so, dass vom Landeskriminalamt das Top-Team hierher kommt, das da dort Opfer Betreuung macht, Spuren sicher nimmt, um da dann die weitere Amtshandlung eben wieder das Protokollieren, das Aufnehmen des Sachverhaltes dann übernimmt. Uns bleibt nur ein Eintrag in den Tagesbericht. Die Kollegen machen dann alles Weitere und für uns ist es dann in ein paar Minuten erledigt. Das ist wirklich schön, oder? Der Parkplatz. Das ist cool. Da sitzt aber keiner drin, oder? Nein, der ist gerade weggegangen. So, ja, kann. Als der Lenker zum Auto zurückkehrt, stellt Karin ihn sofort zur Rede. Jedenfalls hat er sich einen sehr guten Parkplatz ausgesucht. In Anbetracht vor allem des Parkplatzmangels. Also da könnte man ja mit drei Sattelschlepper sich hinstellen, aber wenn man nicht Zeit geben will, dann stellt man sich halt vor die Türe. Aber das geht leider nicht, ne? Sie stehen am Gehsteig. Mit der Alarmblinkanlage, ja, am Fahrradstreifen, in der 5-Meter-Grenze, soll ich noch mehr aus erzählen. Haben Sie Pannendreck, Verbandspaket, Warnweste, haben Sie das mit? Haben Sie keinen Parkplatz gefunden? Nein, ich habe schon Parkplatz, aber ich habe noch wo ein Bier nehmen. Ja, das ist schon, aber kein Parkplatz. Ja, weil es kann schon fahren, aber ich habe so, nee. Kann passieren, kann man es machen. Gut. Okay. Ich gut, schauen wir mal. Das war nur eine Minute. Ja, schauen Sie, es ist aber alles frei. Ich habe auch einen Platz gefunden. Naja, das ist ein relativ schlechter Parkplatz, weil da sind gleich mehrere Übertretungen in einem passiert. Also nicht nur, dass der Fahrradstreifen jetzt verstellt ist durch das Fahrzeug. Am Gehsteig steht er oben, dann da schon fast in der 5-Meter-Grenze auch. Nicht? Obwohl da eigentlich rundherum überall alles frei ist. Was kostet es ungefähr? Ja, zwischen 50 und 100 Euro. 100 Euro? Mhm. Okay. Aber das ist jetzt nur das Falschstehen. Ja, da kommt die Alarmblinkanlage, ist noch eingeschaltet. Das darf auch nicht sein. Ne?
Nee, nur kurz. Ein naja, aber wenn Sie eine Panne haben, ist okay. Ja, aber Sie haben ja keine Panne, ne? Ich hab alles, aber wo ist das? Ja, da. Nein, Sie haben ja keine Panne. Das habe ich schon hier. Ja, eine. Das haben Sie, ja. Das ist gut. Das ist jetzt, was war das jetzt? Das war das Dreieck und die erste Hilfe, da ist eh alles drinnen. Ja, passt, ist okay. Gut. Gut. So. Sollen wir die gleich zahlen, oder? Na, 56 Euro macht es aus, wenn Sie es gleich zahlen wollen. Gleich, okay. Was soll ich machen? Kann passiert. Weil sie Gast wartet oben. Ich habe ein Restaurant oben. Und zweiter Lokal. Der hat ein Bier schon aus, habe Bier vergessen bestellt. Es ist ein Freitag und das kann man es machen. Ne? Nein, es wird nicht mehr passieren, gell? Gut, danke, wieder schauen. Der fährt ohne Licht, schau. Wenn Sie das Licht aufdrehen, dann ist was Sänger. Passt, wieder schauen. Oder wird er nicht sehen. Ja, der hat es gesehen. Ja. Das war's immer aufgefallen. Er hat sich gedacht, was die haben, ist so weit um. Jene, der Ruf für den Bierenschubel versteckt sich angeblich am Abend einer Taschenlampe auf, oder ist der Hauswart bewacht. Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian befinden sich in unmittelbarer Nähe zu der genannten Adresse. Hausbewohner befürchten, dass es sich bei den Personen mit Taschenlampen um Einbrecher handelt. Grüß Sie, haben Sie angerufen? Ja. Ja. Wo ist der? Es ist gerade ein Mann und eine Frau rausgegangen. Ja. Und sie sind in die Gasse eingebogen. Sie hat eine hellblaue Jacke mit zwei Taschen. Ja, und die waren das, oder was? Die waren da drinnen, ja. Also die sind jetzt sicher schon weg, das waren die, die da... Und die sind die nächste Gasse eingebogen. Und die sind sie eingebogen, eine Frau mit einer blauen Jacke. Okay, und ein Mann. Und ein Mann, ja. Funkstelle von der Baller 110. Und was haben Sie gesehen? Die haben Sie versteckt? Ich habe das haben Fenster die... gerade zugemacht. Auf einmal habe ich gesehen, mit einer Taschenlampe. Im Hof, oder wie? Im Hof, ja. Und dann habe ich gesehen, bei den Mistkübeln dort, wir haben ein Gitter, aber wie sind die reingekommen? Es ist alles versperrt. Okay. Aber vom Sehen haben Sie den nicht gekannt? Bleiben Sie noch kurz da, wir kommen gleich wieder zurück. Da die beiden Personen die Wohnanlage laut Anruferin erst vor wenigen Minuten verlassen haben, hoffen Karin und Christian, das vermeintliche Einbrecher-Duo noch in der Umgebung aufspüren zu können. Eine kurze Streifung war jetzt negativ. Wir schauen jetzt nach, ob überhaupt ein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt. Es kann nicht sein, dass das von Misskilbestüller bis zu Einbrecher, alles noch offen ist. Jetzt schauen wir, ob irgendwo Tatorte noch ersichtlich sind. Ansonsten werden unsere Maßnahmen dann relativ beschränkt sein, wenn wir jetzt nichts finden werden. Ja, genau, weil da sind wir da hergefahren mit dem Polizeiauto. Da sind Sie da gestanden, ja. Und, da, wir haben die, und wo sind die gewesen da genau? Da in der... Entschuldigung, ich muss natürlich jetzt schauen, ob hier alles überall zu ist. Haben Sie die auch gesehen, oder was? Ja, daher hat es auch gesehen, ja. So, und die sind dort gewesen, oder was? Also wir beobachten noch da, da war dunkel und mit der Taschenlampe da drin. Ich habe geschaut, wer ist... Zwei Personen da. Ich frage, was machen Sie da hier? Das ist schon, und da sind die beiden Mistkübeln drin gewesen, oder wie? Ja. Drinnen? Ja, mit den Taschenlampen. Eine Dame, blonde, lange Haare und ein Herr mit einem Hut. Das habe ich gesehen. Sie haben die gefragt, was er da macht, oder wie? Ja. Ja. Und was hat er gesagt? Und hat er gesagt, die einkaufen. Einkaufen wieder einkaufen, da? Ja. Aha, der wollte bei den Mistkübeln. Und was macht sie mit der Ware? Ja. Der sagt, ich muss zu der Flüchtlinge gehen. Also der hat beim Mistkübel die Sachen rausgeholt, ja, und hat sie in die, ja, Tasche eingepackt. Drinnen, ja. Aha, ja, okay. Und im Haus selber ist alles in Ordnung, oder? Bei den Autos, ja, ist auch nichts. Bei dem Auto habe ich nichts, ja, bei mir. Nein, ich bin nicht, okay, mit meinem Auto, mein Dach, ja, habe ich weggefahren. Durch die Eingangstür kommt man nicht rein mit dem Postschlüssel. Das war da auch da, wir haben unsere Schlüssel. Okay. Schlüssel, ja, es braucht nur einer beim Reingehen nicht aufpasst haben und die sind hinten nachgekuscht, ne? Das kann schon sein. Das oder die haben einen Schlüssel. Ja, Auto weg, vorne, ja, das kann auch sein. Das kann auch sein, ja. Na gut, okay, wir schauen auf jeden Fall, wenn noch was ist, bitte gleich wieder anrufen. Gell? Okay, super, danke sehr, danke. Die Auffahrterin, die uns angerufen hat, die hat bei den Mistkübeln einen Mann mit einer Taschenlampe gesehen und hat sich gedacht, der will da irgendwas Unrichtiges machen.
Und er hat, sie hat gewusst, er gehört nicht ins Haus und hat deswegen bei uns angerufen. Wir haben jetzt noch einen zweiten Herrn befragen können. Und der hat den Mann auch gesehen, der war in Begleitung einer Frau. Und hat den sogar fragen können, was er da macht. Und er hat ihm erklärt, er sucht Lebensmittel im Mistkübel, damit er die den Flüchtlingen bringen kann. Und wir haben jetzt da herumgeschaut, es ist eigentlich sonst alles in Ordnung und bei den Mistkübeln jetzt auch. Also das dürfte auch stimmen, das mit den Lebensmitteln. Kaum setzen die beiden Polizisten ihre Streife durch den 16. Bezirk fort, bemerkt Karin bereits das nächste Vergehen. Ein unerlaubt abgestelltes und noch dazu vermutlich überladenes Fahrzeug. Zeigen Sie mir mal die Papiere. Wer ist denn der Lenker? Sie oder der Herr? Ich. Ja. Das Fahrzeug steht da schlecht, weil da ist der Bus jetzt nicht vorbeikommen, der Linienbus. Und dazu muss ich natürlich jetzt gleich wieder die Ladung kontrollieren. Und so wie es ausschaut, dürfte das zu schwer sein. Wo liefern Sie das hin? Da, ja. Danke sehr. Ja, das ist auch gut, nehme ich auch. Ja, Bankomatkarten ist immer gut. So, ui, der ist schon kaputt, gell? Haben Sie das gesehen? Vorsicht, ja, gell? Ja. Das war wirklich kein Parkplatz. Eine Tonne Nutzlast, das wird sich nicht ausgehen, das kann ich Ihnen schon sagen, nicht? Mit dem, was Sie da alles drin gehabt haben. Nein, nein, das sind leere Kisten halt, gell? Das sind nur 10, 20 Kisten da. Gut, dann fahren wir auf die Waage, probieren wir es aus. Wir haben noch 10 Pfund noch bei uns. Ja, na, das ist eh gleich da, die Waage. Oder mein Angebot, Sie sollen 36 Euro fürs Falschstehen und die Sache ist erledigt und Sie laden das aus, dass es zu viel ist. Scherter! Hat es 8 Euro oder weiter? Gibt es nicht mehr. Was machen wir? Ja, 36 Euro. Okay. Und ich glaube, war Sie lassen das, ja genau, dann, was zu viel sein könnte, ja, lassen Sie stehen. Ich muss nur Leerkisten okay. Halt reingeben und dann okay. Bin ich schon fertig. Ja, tun Sie nicht zu viel. Wissen Sie, wenn ich ihn beim Fahren sehe und er ist zu schwer, dann fahren wir dann wirklich auf die Waage, gell? Das ist kein Problem. Wir müssen unsere Arbeit machen halt, gell? Und wir haben jetzt 10 Runden da gefahren und es war kein Parkplatz. Wir müssen liefern halt, gell? Passt, danke Ihnen. So, danke auch. Schönen Abend. 4 Minuten weg, so, die Papiere und der Beleg, gell? Danke. Danke. So, also wie gesagt, wirklich schauen Sie drauf, dass wir im Gewicht zurechtkommen, gell? Das ist. Nein, ich glaube mir. Augenmaß ist schlecht. Hoppala, das schon. Ups. Also Augenmaß ist schlecht. Das ist auch, ja, deswegen müssen Sie also, aber auch mit der Belastung. Sie passen lieber auf, dass nicht zu viel einladen, gell? Oder das ist nicht viel. Das ist ja, ich glaube, wir diskutieren lieber nicht, weil sonst fahren wir heute wirklich noch irgendwann. Okay, ja. Gut. Schönen Abend. Wiederschauen. Glaubst du, dass es nicht überladen ist? Ich glaube nicht, dass es überladen ist. Dann rechnen Sie mal zusammen. Bitte? Das ist zu viel, rechnen Sie mal zusammen. Ein paar Tage später muss Karin ihren Kollegen in der Polizeiinspektion Brunnengasse schlechte Nachrichten überbringen. Aufgrund einer Verletzung befindet sie sich im Krankenstand. Grüß Gott. Hallo. Guck. Servus, grüß dich. Was hast du gemacht? Naja, Skifahren kann ich halt nicht besonders. Aber ich hab dich gewarnt vom Skifahren. Ja, was soll ich da sagen? Na, was bei der ersten Abfahrt. Ich habe einen Käpfler gemacht und das dürfen die mit der Schulter angefangen haben. Dann ist es ausgekupft und der Stiegel abgebrochen. Ja, und dann bin ich daheim gefahren. Aber dann der Fallschule, kann man sagen. Ja, genau. Na, und was hast du da gemacht? Was ist passiert? Gerissen was? Oder was nein, ist passiert? Gerissen ist Gott sei Dank nichts. Es ist nur ein Stiegel abgebrochen und es hat sich Gott sei Dank beim Einrenken wieder so zugeschoben, dass das jetzt aufeinander liegt. Jetzt muss das halt zusammenwachsen. Na, und musst du operieren oder irgendwas? Nein, nichts, gar nichts. Also momentan, also außer es verschiebt sich jetzt wieder nicht. Aber ich muss halt jede Woche einmal zur Röntgen. Skifahren gehen. Ja, ich muss jede Woche einmal zur Röntgenkontrolle, ob das eh liegen geblieben ist. Und wenn das dann angewachsen ist nach 4 Wochen, dann ja, passt es halt wieder. Es ist interessant, was du für Sachen machst, nur damit du es mit mir fahren musst. Ja, oder was nicht. Jetzt kann das gibt's ja nichts kannst mit einer Hand machen. Man kann sie ja nicht gescheit frisieren, nicht waschen. Ja, das kenne ich nicht. So, ja, das habe ich mir gedacht. Darum erzähle ich das, dass du das nicht auch so machst wie ich. Ja. Ich muss schon sagen, dass mir das, die Arbeit schon abgeht, ein bisschen, aber nicht so. Dadurch, dass ich momentan noch so damit beschäftigt bin, mit dem ganz normalen Leben zurechtzukommen, mit einer Hand, ist es noch nicht so arg. Aber es wird wahrscheinlich im Laufe der Wochen wird das wahrscheinlich dann immer ärger sein und es wird mir immer langweiliger werden. Dann wird es mir schon sehr angehen. Der Unfall hat sich bei einem Skiausflug mit Kollegen von der Dienststelle ereignet.
Gruppeninspektor Gerald war einer der Ersthelfer. Wir haben die genommen und habt die aufgezahlt. Und ich hab die Hand so gehalten, genau. Ja, ja, genau, richtig. Weil die ist ja, ich hab ja immer probiert, dass ich die irgendwie da umkriege. Aber sie ist ja, ja ausgetraut gewesen. Ja. Ja, ja. Und das ist unmöglich, wirklich, es ist unmöglich, dass du die Bewegung machst. Ich hab das echt probiert, aber das ist, ich weiß, hätte nicht gewusst, was für ein Muskel ich da nehmen soll, dass das geht. Das ist, das sind nur die Finger sind gegangen. Ne? Und erst dann im Spital, wie wir die da dann drüber da haben, über den komischen Sessel oder was das da ist, wie die dann angezahlt hat. Ich weiß. Dann hat es endlich nachgelassen. Es ist dort sehr eisig gewesen, hoch hat es dann runter und dann ist es weggerutscht. Den Ski hat es mir gefangen. Ja, leicht gefangen und dann ein Kipfel. Skischuh hat es auch. Dann nicht eingefahren und dann ist es noch gelegen. Ne? Ja. Und dann sind wir hinten nachgefahren, zugefahren und die Hand ist da hinten. Die Schulter hat irgendwie komisch ausgeschaut, Hand da hinten. Ja, wie beim Verkehrsregeln. Ja. Was tut sich bei euch, Schins? Von gestern auf heute hat der Sechserwagen einen Potzenwiderstand gehabt. Die haben einen Alkoholenker aufgehalten. Das ist komisch, der, immer die Alkoholenker. Ja, und der Tief hat aber, was weiß ich, auf was irgendwas gewesen sei. Ah. Jedenfalls hat er die ganz extrem attackiert, hat drei Kollegen verletzt. Genau. Zwei Pfefferspray sind leer gesprüht worden und hat null Wirkung gezeigt. Null, gar nichts. Ja, der Dienst rennt natürlich weiter und man ist mit anderen Kollegen von der Polizeiinspektion an sich genauso eingespielt. Es hat natürlich jeder seine speziellen Seiten, sage ich mal, sein Charakter. Das hat jeder, das habe ich, das hat jeder andere genauso. Und grundsätzlich ist es aber so bei uns auf der Brunnengasse, dass wir wirklich untereinander eigentlich viel mehr als Kollegen und so Freunde sind und somit fahre ich mit jedem unserer Kollegen, ohne irgendwie nur nachzudenken drüber. Natürlich fehlt sie, ja klar, weil jeder ja seine spezielle Art hat und ihre Art schon sehr positiv gesehen, sehr speziell ist. Während Karin im Krankenstand ist, wird Kollegin Maja gemeinsam mit Abteilungsinspektor Christian auf Streife gehen. Da schau, ich bring dir deine Stellvertreterin. Meine Stellvertreterin. Was? Ist der Frau? Sonst kugelst du mal gleich wieder. Ja, na wieder. Na wieder. Ich mache überhaupt nichts. Ja. Aufpassen, ja. Gell? Immer. Ja. Passen wir auf Ärm auf. Oder? Ja. Naja, dann wäre ich wieder verlassen, gell? Gute Besserung. Ja. Kommt Besuch. Ja. Also dann, für dich gut, Papa. Ja. Papa, für die gut, servus, Papa. Tschüss. Für die, Papa, nächstes Jahr? Servus. Schiffwort. Ja. Nächstes Jahr muss es gut sein. Ja. Ich bin Polizistin geworden, weil ich das eigentlich schon von klein auf wollte. Ich habe dann immer zu meinem Papa gesagt, wenn ich groß bin, kriegst du von mir einen Strafzettel, wenn du zu schnell fährst. Bis jetzt hat er noch keine gekriegt, aber... Und das war einfach schon mein Kindheitstraum. Hab die Hack gemacht, hab dann zwar mit der Krankenschwester in Schule angefangen, weil es die Mama gesagt hat, na, mach mal was Gescheites. Aber dann habe ich gesagt, das geht nicht, dann bin dann zur Polizei gegangen und bereue keine Sekunde.